viele Christen ist es normal, wenn sie in Anfechtungen und Versuchungen kommen, dass sie beten und sagen, Herr, befreie mich daraus. Hilf mir daraus. Ich bin in diesen Versuchungen, hilf du mir. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber die Bibel gibt uns auch einen ganz anderen Rat. Da heißt es, widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Hier sagt uns die Bibel, widersteht dem Teufel, widersteht seinen Anschlägen, widersteht seinen Schlichen, seinen Versuchungen, seinen Tricks, seiner Raffinesse, widersteht. Wer soll widerstehen? Wir sollen widerstehen. Wir widerstehen und wenn wir das tun, dann flieht er, dann weicht er, dann geht er zurück. Das ist unser Job. Unser Job ist zu widerstehen und der Job des Feindes ist dann zu fliehen. Gott hat uns diese Autorität gegeben. Er sagt, ich möchte, dass du widerstehst. Du sollst dich hinstellen, deine Position festtreten und sagen, hier stehe ich. Ich grabe meine Hacken ein, ich lasse nicht länger zu, dass der Feind mich hier beraubt, mich quält, mich versucht oder was auch immer gerade deine Not ist. Du sagst, hier stehe ich und ab jetzt geht es hier nicht mehr weiter. Ich weise den Feind zurück, ich schicke ihn zurück, ich sage Stopp, ich widerstehe, zurück, zurück. Und du lässt einfach nicht mehr zu, dass das, was er dir eingibt, die Gedanken, die negativen Vorstellungen, alles, was da so kommt, dein giftiger Cocktail, dass du den einfach so Raum gibst, dass du den trinkst, dass du den nimmst. Du sagst, nein, ich widerstehe, zurück, zurück, zurück. Und du wirst merken, wenn du da wirklich aktiv reingehst, im Grunde genommen gegen seine Schlichen, seine Ideen, seine Vorschläge, die er dir so subtil unterbreitet, rebellierst und sagst, nein, ich bin ein Kind Gottes, ich weise das zurück. Dann wird es immer leichter, immer leichter. Und tatsächlich, er wird von dir fliehen. Das heißt nicht, dass er nicht von der anderen Seite kommt, aber dann widerstehst du da auch. Und irgendwann wirst du merken, dass du wirklich freier wirst. Dein Job ist zu widerstehen. Widerstand. Widerstand gegen das, was der Feind plant. Das machst du, das mache ich. Das ist nichts, was der Herr für uns tut. Er möchte uns dazu gebrauchen, dass wir diese Position in unserem Leben einnehmen. Widerstehet nun dem Teufel, so flieht er vor euch. Das ist doch grandios, das ist wunderbar. Wir haben diese Power, wir haben diese Kraft, dank des Herrn, der in uns lebt. Und in dem Sinne sage ich dir, Gott hat mehr für dich.